Hier ist wieder Enders TV. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser Thema heute: Naturdärme. Wir klären Sie auf, wie Sie die beste Qualität bekommen und woher kommen überhaupt die Naturdärme. Und zu unserem Top-Thema heute haben wir uns natürlich auch wieder zwei Studiogäste eingeladen. Einmal Karl-Ludwig Enders. Grüße Sie, Herr Enders. Hallo, guten Tag. Und Werner Keil. Hallo, Herr Keil. Grüße Sie. Hallo. Herr Enders, erstmal die Frage zum Eingang. Welche Bedeutung hat der Naturdarm für Ihre Firma, für die Firma Enders? Der Bereich Naturdarm verdeutlicht die Leistungsstärke unseres Unternehmens für das Fleischerhandwerk. Mhm. Denn wir importieren selbst, haben eine eigene Kuttelei und zwei eigene Sortieranstalten, in denen wir den Naturdarm bearbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben die gesamte Produktionslinie von der Schlachtung bis zum Endprodukt in unserem Unternehmen. Sie haben gesagt, Sie importieren selber, ganz wichtig für die Metzgereien, bestimmt auch die Herkunft der Naturdärme. Woher kommen die Naturdärme? Wir importieren die Schweinedärme aus China, die Rinderdärme aus Südamerika, vor allen Dingen aus Uruguay und Argentinien, und die Schafsdärme aus dem Orient, wobei wir auch deutsche und europäische Schweinedärme verarbeiten. Und natürlich wollen wir heute nicht nur über Naturdärme sprechen, wir wollen uns das Ganze auch mal genau angucken. Und deswegen waren wir in Ihrer Kuttelei in Laatzen und haben uns das Ganze mal angeschaut. Und hier sind die Bilder für Sie. Schönen guten Tag. Wir befinden uns hier in Laatzen, der Niederlassung der Firma Enders, in dem wir unsere Naturdärme produzieren. Am Schlachthof hier in Laatzen werden monatlich ca. 40.000 Schweine geschlachtet. Das entspricht einer Länge von 692.000 Metern Dünndärme, sprich 7.600 Bund fertiger Produkte über alle Kaliber hinweg, die wir hier im Monat produzieren. Wir haben hier an einer Schleimmaschine, an einer Schweinedarmlinie, werden die Dünndärme vom Schweinedarmpaket abgeschnitten, werden dann entkotet und an der nächsten Maschine geschleimt und dann von einer zweiten Haut, wir nennen dies Bändel, befreit. Dann wird die Ware sofort heruntergekühlt und zur weiteren Verarbeitung in unseren Naturdarm-Sortierbetrieb gebracht. Hier in unserem Sortierbetrieb wird die am Schlachthof gereinigte Ware weiter veredelt. Wir sortieren die Schweinedärme nach Kalibern, ebenso die Fettenden, und stellen hier die handelsübliche Ware her. Danach wird sie eingelagert bzw. gleich an unsere Kundschaft ausgeliefert. Hier in Laatzen produzieren wir große Teile der Ware für das gesamte Unternehmen Enders und verteilen dies an die Zentrale bzw. an die einzelnen Filialen. Das sind die Bilder aus Laatzen, aus der Kuttelei. Und Herr Keil, Sie sind ja Sortiermeister in Oberoben. Können Sie uns noch mal kurz einen Unterschied sagen, was Sie jetzt genau machen? Was ist Ihre Aufgabe in Oberoben dann für die Firma Enders? Unsere Aufgabe in unserer Darmsortieranstalt ist die, dass wir gesalzene Därme in einen füllfertigen Zustand bringen, so dass der Metzger die Ware gut verarbeiten kann. Was sind da genau die Arbeitsschritte? Die Arbeitsschritte sind folgende: der Darm wird eingeweicht, der Darm wird füllfertig gemacht und dann verpackt in Beutel, Dosen, Hobbox oder auch Fässer. Wir können allerdings auch das Ganze etwas für den Metzger beschleunigen, indem wir Därme auf Tubes ziehen. Das heißt, der Metzger hat eine Arbeitszeitersparnis bei der Verarbeitung. Ganz wichtig für die Metzgerei natürlich auch immer die Qualität der Naturdärme, dass die gesichert ist. Wie können Sie die auf jeden Fall sichern? Für uns ist es wichtig, alle ankommenden Chargen regelmäßig zu kontrollieren. Das heißt, die Därme werden mit Wasser sortiert auf Festigkeit, auf Länge. Und so müssen wir über die Dauer eine gleichbleibende Qualität sicherstellen. Herr Enders, wie wichtig und wie groß ist das Naturdarmgeschäft für Enders? Wir vermarkten die Därme von insgesamt 5 Millionen Schweine, 4 Millionen Schafe und 3 Millionen Rindern und zählen damit zu den größten Darmimporteuren in Deutschland.
Wir sind ein EU-zugelassener Naturdarmbetrieb und Mitglied im Verband der deutschen Naturdarmhändler. Wir wollen natürlich unseren Zuschauern auch ein bisschen Überblick geben, generell über den Markt der Naturdärme. Wie ist da die Marktentwicklung? Was können Sie als Experte dazu sagen? Wir besichtigen regelmäßig unsere ausländischen Partner und die dortigen Sortieranstalten und sehen, was sich dort tut und wie die Entwicklungen sich ergeben. So ist in diesem Jahr bei Schweinedärmen mit nachgebenden Preisen zu rechnen, zumindest im ersten Quartal. Mittlerweile sind die Preise in China schon wieder etwas angezogen. Dagegen ist bei europäischen und bei deutschen Schweinedärmen im Laufe dieser Saison noch mit nachgebenden Preisen zu rechnen. Bei Schafsdärmen wird die Saison uns steigende Preise bringen, weil einer steigenden Nachfrage ein geringeres Angebot gegenübersteht, insbesondere aus Australien und dem Nahen Osten wird weniger angeboten bei steigendem Preis für den Rohstoff. Herr Enders, Herr Keil, vielen Dank für den Besuch im Studio und vor allem auch die Informationen zu unserem Top-Thema heute, nämlich Naturdärme. Vielen Dank. Bitte schön. Und was es sonst noch Neues aus dem Unternehmen Enders gibt, das verrät Ihnen jetzt Frank Berge in den Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Enders TV-Nachrichten. Zwei unserer Themen heute: clevere Fingerfood-Ideen für Ihren Party-Service und Kaffee und Co. auf Knopfdruck. Zunächst aber der Marktbericht für die Lebensmittelbranche. Wir starten mit Geflügelfleisch. Bei Hähnchen ist die Lebendware zurzeit vom Gewicht her sehr leicht. Schwere Ware steht dementsprechend nur wenig zur Verfügung, weshalb es dort zu Lieferengpässen kommen kann. Ihr Fleischereiprofi Enders versucht allerdings, die Warenversorgung für alle Gewichtungen sicherzustellen. Auch die Preise für Putenbrust steigen aktuell. Grund ist hier, dass sich der Bedarf an Grillartikeln allgemein erhöht hat. Von dieser Entwicklung wird auch das Rotfleisch der Pute nicht ausgeschlossen sein, weshalb wir kurzfristig von weiter steigenden Preisen ausgehen. Zu Molkereiprodukten. Bei Käse steigt derzeit die Nachfrage und damit auch die Preise an. Wie lange diese Tendenz anhalten wird, ist im Moment noch nicht absehbar. Bei Milchprodukten wie zum Beispiel Sahne, Schmand und Butter sind die Preise hingegen weiterhin niedrig. Langsam beginnt bei uns in Deutschland wieder die Spargelsaison. Die ersten Spargel wurden bereits gestochen und wie erwartet ist das Anfangspreisniveau mit dem im letzten Jahr vergleichbar. Wie sich die Preise im Laufe der Saison entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Soweit der Marktbericht, weiter mit Informationen in eigener Sache. Die Bauarbeiten für das neue Enders Frische Center am Standort in Reiskirchen schreiten voran. Ab sofort können Sie sich wöchentlich aktuell über den Baufortschritt informieren. Und zwar auf unserer Homepage im Internet unter dem Punkt Neubau Frische Center. Hier sehen Sie immer aktuell Bilder der verschiedenen Bauphasen. Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So ist das auch bei der Enders Fach- und Trendmesse am 24. und 25. Mai. Dieses Branchenhighlight findet zum ersten Mal nicht wie gewohnt in Reiskirchen statt, sondern in den Hessenhallen in Gießen. Grund dafür ist die Baustelle für das frische Logistikzentrum, über die wir ja gerade berichtet haben. Was erwartet Sie auf der Fach- und Trendmesse? Auch dieses Jahr werden wieder etwa 200 Aussteller ihre Leistungskraft unter Beweis stellen. Für jeden interessierten Besucher gibt es Neues und Wissenswertes zu sehen. Im Bereich Non-Food stellen wir Ihnen neben einem kompletten Fleischereimaschinenprogramm auch energiesparende Spültechnik von der Firma Winterhalter vor. Sehenswert ist zudem eine technische Neuentwicklung bei den Kombidämpfern der Firma Rational. Sie reinigen und entkalken sich komplett selbst. Und natürlich erwarten Sie eine Reihe von besonders attraktiven Messeangeboten. Außerdem steht auf der Messe für alle Metzgereien, die in diesem Jahr die EU-Zertifizierung erreichen wollen, ein umfassendes Programm an Hygiene- und Reinigungstechnik bereit. Und natürlich können Sie Ihre Firma Enders noch besser kennenlernen oder eher gesagt das breite Leistungsspektrum von Enders. In einer ganzen Halle gibt es Informationen zu den Themen Fachberatung, moderne Medien für Marketing und Werbung sowie über die umfassenden Kundendienstleistungen von Ihrem Fleischereiprofi.
Und damit zu neuen Produkten bei Enders. Da sind dieses Mal eine ganze Reihe von interessanten Angeboten, unter anderem Fischspezialitäten von Frosta. Hochwertige Fischfilets, die umhüllt sind mit außergewöhnlichen Soßen in ideal abgemessener Menge. Aufmerksam machen wollen wir Sie unter anderem auf das Pangasius-Filet in Hot and Sweet Thai-Soße von Frosta. Sie bekommen ganze weißfleischige Pangasius-Naturfilets von einer erstklassigen Fischrohware. Die tiefgefrorenen Portionen wiegen inklusive der Soße 180 bis 220 Gramm. Mit seinem hervorragenden Geschmack weiß auch das Seelachsfilet in Bärlauchsoße zu überzeugen. Ein Klassiker, modern interpretiert. Den Einstieg in eine ganz neue Geschmacksklasse stellen darüber hinaus die Premium-Naturfilets von Frosta dar. Sie sind fix und fertig meliert oder paniert sowie gewürzt. Die Filets sind egalisiert, sodass eine portionsgenaue Kalkulation möglich wird. Sie werden Ihre Kunden mit der ansprechenden Optik und dem außergewöhnlichen Geschmack überzeugen. Bei diesen Premium-Produkten möchten wir Sie ebenfalls auf zwei Filets hinweisen. Zum einen auf das Dorade Royal Filet und zum anderen auf das Limanda Filet in Lemon Pepper Panade. Dorade ist eine der beliebtesten Fischspezialitäten weltweit. Enders liefert Ihnen diese begehrte Fischsorte jetzt tiefgefroren von Frosta. Diese Filets sind praktisch rätenfrei und werden mit Haut in einer zarten Melierung geliefert. Fertig abgeschmeckt mit Salz, Gewürzen und einer feinen Zitronennote. Limanda Aspera hingegen ist ein beliebter pazifischer Fisch, der in einer Zitronen-Pfefferpanade ohne Ei geliefert wird. Auch diese Filets sind praktisch grätenfrei und ideal geeignet für die Zubereitung auf der Grillplatte oder in der Fritteuse. Wir bleiben bei Fischspezialitäten, wenden uns jetzt aber vor allem an die Fans von Fingerfood. Aus dem Hause Siegfrost kommen nämlich neue exotische Spezialitäten, mit denen Sie Impulse setzen können bei Ihrem Partyservice. So beispielsweise mit dem Pangasius Filetspieß mit Black Tiger Garnelen, der ideal ist zum Grillen. Oder aber mit Krab Farsi, das ist ein gefüllter Taschenkrebs mit feiner Fischmus aus Schrimp, Krebsfleisch, Tintenfisch, Gemüse und Gewürzen. Die Zubereitungszeit im Kombidämpfer liegt bei nur 5 bis 6 Minuten. Vielleicht wollen Sie aber auch mit Riesengarnelen im Knusperteig überzeugen. Diese sind ideal für die Fritteuse geeignet oder Sie finden Gefallen an leckeren Potato-Shrimps. Das sind Garnelen in knuspriger Kartoffelkruste. Zum Abschluss unserer Nachrichten noch ein Tipp für die Kaffee-Fans unter Ihnen. Wir von Enders freuen uns, Sie ab sofort mit Kaffee und Co. auf Knopfdruck verwöhnen zu können. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse liefern wir Ihnen unter dem Motto Kaffeegenuss aus einer Hand Profi-Automaten, Füllprodukte und einen Vollservice. Egal, ob Sie 20 oder 200 Tassen am Tag benötigen. Von Latte Macchiato über Cappuccino bis hin zu Schoko, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Übrigens, Jacobs Qualitätsprodukte sorgen für gleichbleibend gute Qualität und hervorragenden Geschmack. Natürlich erhalten Sie bei Enders auch alles rund um den Kaffee, von Zuckersticks über Coffee-to-go-Bechern bis hin zu Werbemitteln. Und das waren Sie schon wieder, die Enders TV Nachrichten. Ich danke für Ihr Interesse und gebe zurück an Marc Behrenbeck. Dankeschön, Frank. Das war's für heute von Enders TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss.